Und hier haben wir Michael Mays. Kann er an die Vorstellungen anknüpfen, die er zuletzt gezeigt hat. Gegen Christian Süß das 3:0 mit unglaublichen, spektakulären Schlägen. Und gestern Abend im Halbfinale gegen den ehemaligen Weltmeister von 2003, Werner Schlager, den Österreicher, der hier ebenfalls auf Top-Niveau agierte, aber sich letztlich Mays geschlagen geben musste. Ich habe es vorhin bereits schon erwähnt, die Bilanz natürlich aus der Sicht von Michael Mays katastrophal. 20 Spiele gegen Timo Boll, 20 Niederlagen. Aber da sehen Sie auch, er hat mit seinem Rücken zu kämpfen. Timo Boll also sicherlich eine Art Angstgegner von ihm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das auch in diesem Spiel so sein wird. Nach meinen bisherigen Eindrücken würde ich Michael Mays sogar eine leichte Favoritenrolle einräumen, aber Timo Boll bisher, wie gesagt, auch noch ohne Niederlage hier. Mental sicherlich gegen Mays im Vorteil. Er kennt ihn aus dem FF. Und war bisher immer erfolgreich. Und so sieht es hier aus in der Porsche Arena. Stimmung vom Feinsten. Bisher ja auch ein durchgeisterndes Finale, das jetzt auf seinen Höhepunkt zusteuert. Aufschlag Michael Mays. Die Nummer 1 der Dänen gegen die Nummer 1 der Deutschen. Wer hat das bessere Ende für sich? Starker Konter von Michael Mays, kein schlechter Vorhand-Topspin hier von Timo Boll, aber eher ein Vorbereitungsschlag. Und er merkt gleich, das Tempo von Michael Mays ist ein anderes als das zuvor von Finn Tuckwell, den er ja deutlich besiegt hat. Michael Mays. Mittlerweile 28 Jahre, war früher so eine Art Teenie-Star in seiner Heimat, galt als der junge Wilde schlechthin. Modebewusst. Und die 4:2 Führung für Timo Boll in diesem Linkshänder-Duell.
der Mace Shuffle, aber sicherlich diente er rein zur Auflockerung. Show-Elemente in der Tischtennisbox sind nicht gerade gängig. Beide Punkte gegen den Aufschlag von Timo Boll. Wieder die gleiche Szene wie zu Beginn des Spiels. Der Vorbereitungstopspin von Timo Boll vielleicht ein Tick zu langsam. Ein Michael Mace in dieser Form versteht das als Einladung. Und nutze diese Chance beide Male. Vier Punkte jetzt nacheinander für den Dänen. Boll jetzt schon ein bisschen unter Druck bei seinem Aufschlagspiel. Aber gute Variante. Da war weniger Spin drin, als Michael Mace vermutet hatte. Und diesmal zwei Punkte bei eigenem Service. Extrem wichtig in dieser Phase. Sie haben das Husa gehört von Timo Boll. Er spornt sich an. Natürlich will er sich in diesem Endspiel keine Blöße geben. Doch für ihn ist das ja eine wichtige Standortbestimmung. Wo steht er? Wie ist die Form tatsächlich? Viel Rotation gespielt. Boll verschätzt sich. Bekommt den Ball an die Schlägerkante. Jetzt wieder 6 zu 8 aus seiner Sicht. Gute Aufschläge sind gefragt. Und der erste wieder die gleiche Variante wie vorhin. Wieder der direkte Punkt. Und er macht den Punkt, kann den Dänen auf der Rückhand halten. Zu viel Drive für Michael Mace, um hier noch zu kontern. Da sehen Sie, ist der Versuch, aber der geht ins Aus. Und jetzt 8 zu 8. Mucksmäuschen still in der Halle. Ja, knapp war's.
Und er verfehlt diesen Schopfball. Und damit zwei Satzbälle für Michael Mays. Aber Boll hat wiederum Aufschlag. Das lief zuletzt ja in Serien ab. Jeder punktete doppelt mit seinem Service und vielleicht gelingt Boll so wieder der Ausgleich. Nein. Er verfehlt den Ball und Michael Mays gewinnt den ersten Satz mit 11 zu 8.